Hallo, hier ist Janelan vom Minecraft Fanclub und heute geht es um den Fossil- und Archäologie-Mod, also Fossil- und Archäologie. Zur ersten Installation ist ganz simpel, einfach der Inhalt vom Ordner, den ich euch in die Videobeschreibung hau, einfach in die Jar ziehen und ja, fertig, Modloader dazu mit der Inflöschen. Ganz leicht, ganz normal, ne? Würde ich mal sagen, geht's los. Ich habe eine kleine Ausgrabungsstätte vorbereitet, wie man sehen kann. Ja, kleiner Ausgrabungsort, gehen wir mal runter. Wenn ich es schaffe, yep. So, was ihr zuerst sehen könnt, ist, es gibt so komische, neuartige Blöcke mit diesen komischen kleinen Schatten drin. Hack mir ein paar weg davon, ne? Dann schauen wir mal. Sind so komische Fragmente drin. Und jetzt können auch noch Knochen droppen und Totenschädel und solche Sachen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr. Na, da war jetzt nur ein Stein drin. Da war gerade ein Totenschädel und so weiter, ne? Kann man schön viel davon sammeln. Ein Knochen zum Beispiel. Also wieder zurückkommen hier, ne? Und wenn man genug davon gesammelt hat, kann man ein paar bestimmte Sachen machen. Zu denen wir jetzt gleich kommen werden, ne? Unter anderem gibt es auch Dinosaurier in diesem Mod, ne? Die werdet ihr gleich sehen. Und zwar, da unten sind sie, ne? In einer kleinen Außenbasis, ne? Und versuchen mal da runter zu kommen, ohne zu failen. Ich glaube, da geht's runter, yep. Es gibt Velociraptoren, das sind so, das sind aber alles noch Babys, ne? Dann gibt es diese komischen drei Hörner da, keine Ahnung wie die heißen, werden wir gleich später darauf zurückkommen, ne? Der ist schon ausgewachsen, da gibt es noch kleinere Babys und sowas. Und dann gibt es noch T-Rexes, Tyrannosaurus Rex. Das ist auch noch ein Baby, ne? Und die T-Rexes sind ziemlich zurückgeblieben. Gib mir den Zaun zurück. Danke. Die Tracks sind ziemlich zurückgeblieben, keine Ahnung, die sind immer nur eine Ecke und ich habe keine Ahnung. Vielleicht noch ein bisschen verbuggt. Naja, schauen wir mal, ne? Also, es gibt erst einmal ein paar neue Sachen. Wie man sieht, hier die ganzen komischen Sachen, die man ausbuddeln kann, ne? Unter anderem Knochen, diese komischen Fragmente da, die heißen Relict Scraps und diese Biofossils, das Totenschädel und ja, das war es eigentlich, was man so ausbuddeln kann, ne? Und wenn man Glück hat, kann man diese Broken Agent Sword finden und diesen Broken Agent Helmet. Ich mache ein bisschen den Ton runter, weil zu laut und nervt und lenkt ab. Alter, verpiss dich. Okay, also, wie gesagt, wir haben erstmal Knochenarten, das und das. Dann gibt es hier halt das ganz normale Workbench. Die nerven langsam schon ziemlich. Ein bisschen heller machen. So, die normale Workbench, ne, kennt jeder. Und dann gibt es diese komische Archäologie-Workbench. Damit kann man halt kaputte so Rüstungen, diese Dinger, kann man restaurieren. Mit der Zeit werden restauriert und dann kannst du die benutzen. Den Helm kannst du da aufsetzen, mit denen kannst du halt kämpfen. Dafür brauchst du halt diese Relic Scraps, um das zu aktivieren, um es zu powern, ne? Dann haben wir noch den Analyzer. Da kannst du aber Knochenarten, alles was du so ausbuddelst und findest, kannst du da reinstopfen. Und der analysiert dir das. Wie man sieht, ladet es hier schön oben, ne? Und mit der Zeit spuckt dann ein paar Sachen aus. Das kann rauskommen, diese Fern Seeds, Bone Meal und diese DNA von Tyrannosaurus. Die kann man alle sich aufbewahren, ne? Aufheben. Moment, okay, Strom kommt nichts mehr raus. Es gibt drei verschiedene DNA-Arten. Einmal halt Velociraptor, Tyrannosaurus und Triceratops. Die drei gibt's, ne? Die sieht man auch hier. Triceratops, Raptor und T-Rex. Und wenn du jetzt diese DNA kriegst, kannst du den Cultivator stecken. Und dann mit der Zeit werden die halt zu Dinosaurier-Eier umgeformt, ne? Kann auch schief gehen, dann platzt das Ding hier auf und Wasser rennt raus und sowas hatte ich auch schon. Ist nicht so schön. Und ja, gehen wir rüber zu der Kiste. Da drin ist halt die Nahrung der Dinosaurier. Vom T-Rex und von den Raptoren ist es halt Fleisch, ne? Und von den Triceratops, genau so war's. Von den Triceratops ist halt Grünzeug oder halt diese neuen Pflanzen, die es gibt. So, gehen wir die mal rauf, ne? Tu ein bisschen umschlichten hier, das alles rauf da. So, das sind halt die Dreier, ne? Die es gibt. Moment. So, tu mal gleich alles mitnehmen, was wir brauchen. So, lala, also Dreier. Velociraptor, Triceratops und Tyrannosaurus. Die kann man einfach so hinplonken auf dem Boden, ne? Dann schlüpfen sie aus. Wie man sehen kann, ne? Und den Tyrannosaurus. Und dann rennen die rum und machen Party, ne? Und die tun sich auch selber essen, beschaffen. Dafür habe ich hier was gebaut, ne? Also für so eine Art Fleischgenerator. Da
sind Schweine drin, wie man sieht, ne, unten. So ein Schweinespawn mit Wasser und dann werden halt Schweine darunter gespült und die ganzen Raptoren stürzen sich drauf und zerfleischen den und fressen den auf. Mit ihr schon Fleisch rum, ne. Triceratops fressen halt Grünzeug, ne, erstmal Weed oder halt dieses komische altertümliche Grünzeug, was auch noch nur unter Bäumen wachsen kann, wo wir vorhin die Samen von gesehen haben. Die kann man anpflanzen und dann kommen sie dahin, wenn sie Hunger haben und fressen das, ne. Dann gibt es noch, da ist schon ein Schwein, wie man sieht, jetzt nimmer. Dann gibt es, Moment, so, hier geht so viel Party ab, ey, das leckt ziemlich stark. Dann gibt es diese Fieder, da kann man halt Fleisch reinstopfen oder Grünzeug. Und das ladet sich halt so auf, ne, wie man sieht. Und dann 320 Stück vorrätig und 960. Wenn die Dinosaurier Hunger kriegen, kommen sie hin und drücken drauf oder so. Und dann können sie sich davon ernähren, wenn sie nichts finden sollten, ne, im Notfall. Ja, was habe ich noch? Genau, diese Trommel da, so eine Art Bongo, keine Ahnung. Die kann man halt, die sind halt für die Dinosaurier, ne? Der Stock wäre für die Triceratops, der Knochen für die Raptoren und dieser Knochenstab da, dieser Schädelstab wäre für die T-Rexes. Du kannst aber rechts drauf klicken auf die Trommel, dann siehst du unten links schon Stay, Follow und Remove. Das sind halt die drei Anordnungen, die du dir geben kannst. Wenn du auf Stay machst, dann würden sich alle Triceratops und dann Linksklick klickst, nicht mehr bewegen. Die bleiben aber stehen, drehen sich vielleicht noch, aber bewegen sich nicht mehr. Wenn du das auf Follow machst und Linksklick klickst, kommen die alle zu dir. Werden die alle folgen, wie man schon sieht, die zucken vollkommen aus. Und halt Free Move macht, dass sie sich einfach frei bewegen, schnell umstellen und klopfen. So. Sind alle frei bewegen. Und das halt mit den Knochen kann man es auch machen, ne? Stay, Follow, jetzt wird lustig werden, jetzt können alle die komischen Turm hochfliegen, ne? Damit du das sehen kann. Alle zu mir und ja, wollen mich beißen, keine Ahnung. Tu muss wieder umstellen, bevor ich hier aufgefressen werde. Free Move, Stay. Free Move. So, okay, Gott sei Dank. Also ja, die können alle noch wachsen hier und werden noch größer. Das auf jeden Fall, ne? Die T-Rex lassen sich, glaube ich, nicht wirklich einsperren, wie man sieht. Die werden voll grenzdebil und haben keinen Bock. Ich habe vorhin ein paar freigelassen, glaube ich. Vielleicht können wir ein paar. Da ist einer zum Beispiel. In der freien Wildbahn werden sie recht groß. Ist auch noch ein Baby, ne? Die werden viel größer und dann rote Augen im Endeffekt. Und die haben so Territorien und jagen sich ihr Essen selber natürlich. Und ja, laufen jetzt irgendwie weg von mir. Jetzt ausgewachsen. Was für ein epischer Moment. Ja, ich glaube, ich sollte nicht so dahin gehen, damit mich umbringen. Schauen wir mal, ich bin eh schon fertig, also sehr viel kann eh nicht mehr passieren. Hallo! Es leckt urextrem, Leute. Ich hau dir mal in die Fresse, wartet kurz. Noch nie gemacht, schau mal. Irgendwie lasst es sich nicht schlagen. Darf ich das Schwert nehmen? Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Irgendwie hat er keinen Bock. Auch sehr untypisch für einen Dinosaurier, ne? Also für so einen T-Rex, dass er sich von dich verpisst, wenn du ihn schlägst. Naja, hoffe ich finde mein Lager noch. Aber ich glaube, das war's soweit. Ich finde es jetzt ähnlich wieder. Was sehr, sehr schön ist. Doch, da ist es. Ja, Leute, wenn es gefallen hat, ne? Wie gesagt, der Link für den Mod ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr runterladen. Installation ist ganz, ganz leicht. Ja, wenn es Fragen gibt, könnt ihr das gerne in die Comments hauen. Werde ich so schnell wie möglich beantworten. Einen kleinen Daumen hoch und abonnieren wird immer nicht schaden. Und dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.